XCOM War of the Chosen, Folge 94. Und wir haben die letzte Mission erfolgreich beendet, wie gesagt. Und ich habe hier eine Kameradschaft Stufe 2, die werde ich natürlich... trainieren. Ne? Und ich glaube... Ich hatte ja damit gerechnet, dass die Aliens in der Geheimeinrichtung, die wir überfallen haben, fragwürdige Experimente mit menschlichen Gefangenen durchführen. Aber was wir vorfanden, war noch verwerflicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Die Einrichtung war nur dafür... Also letzten Endes muss ich jetzt, mal leichte Kritik an dem Spiel üben, jetzt seit die Chosen weg sind. Ist jetzt schon so ein bisschen die Luft raus, ne? Weil eigentlich habe ich jetzt hier nichts mehr zu tun. Ich meine, ich kann diese Einrichtung hier noch attackieren, diese Alien-Einrichtung. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich das tun sollte. Eigentlich geht es jetzt nur noch darum, die Sachen da zu erforschen. Jo. Avenger berechnet neuen Kurs. Ich meine, ich kann noch neue Kontakte schließen und so. Aber ich habe jetzt 1400 Vorräte. Ah ja, jetzt geht's mal weiter. Genau wie der, in dem wir den Commander gefunden haben. Oberflächlich ja. Von der Funktion? Ah, Commander. Sehr gut. Fangen wir an. Wir wissen, dass Advent-Soldaten die genetischen Eigenschaften von Menschen und Aliens aufweisen. Eine erste Untersuchung ließ mich vermuten, dass dies auf Modifikationen an Menschen zurückzuführen war. Gefangene oder vielleicht sogar unwissende Freiwillige. Besuchen Sie noch heute Ihren Advent-Rekrutierer. Aber die Realität sieht leider völlig anders aus. Die Advent-Soldaten aus der Einrichtung, einschließlich des Exemplars vor ihnen, wurden produziert. Jeder Soldat verfügt über einen einzigartigen genetischen Code. Überwiegend menschlich, aber mit einigen offenen Fragmenten. Offen für was? Für jede beliebige DNA, die Advent einfügen möchte. Sektoid, Muton, selbst die Spezies, die unsere Soldaten Berserker nennen. In allen Fällen fungiert das menschliche Genmaterial als Bindeglied, das die Stränge zusammenhält. Menschliches Material. Wie das Zeug aus der Geheimeinrichtung. Genau. Es ist die Schlüsselkomponente ihrer Soldatenproduktion. Also haben wir die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Sozusagen. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Die menschliche DNA in diesem Exemplar unterscheidet sich in einem Punkt von allen entschlüsselten Sequenzen aus der Schattenkammer. Psionische Empfänglichkeit. In Anbetracht der Masse der involvierten Stränge kann das kein Zufall sein. Der Untersuchungsvorgang in den Kliniken. Avatar. Die Macht eines nach dieser Vorlage erschaffenen Wesens ist unvorstellbar. Central. Hätten wir es nicht vor Fertigstellung des Vorgangs abgefangen? Ich weiß, Doktor. Setzen Sie die Forschung fort. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Codename Golem. Wir vermuten ja bereits, dass das in der Advent-Geheimeinrichtung produzierte Material in direktem Zusammenhang mit den Alien-Operationen in der Schmiede stand. Es überrascht mich also nicht, dass wir nun das vermutliche Produkt dieser Unternehmung entdeckt haben. Das Subjekt hat annähernd humanoide Form und befindet sich in einer Art Stasis- oder Schutzanzug, der dem ähnelt, in dem wir den Commander gefunden haben. Die weitergehenden physischen Analysen sind nicht so ganz leicht zu erkennen, da das Exemplar unfertig zu sein scheint. Ich hatte zunächst die Theorie, dass dies das Ergebnis eines ausgefeilten Klonexperiments sein könnte. Leider hat die ausführliche Analyse der DNA und genetischen Struktur des Objekts mich zu dem Schluss kommen lassen, dass ein Klon das geringere Übel gewesen wäre. Was wir gefunden haben, ist eine Art Rohling, eine Grundstruktur, auf der eine neue Lebensform aufgebaut werden könnte, wenn wir den Prozess nicht unterbrochen hätten. Aufgrund der Informationen, die uns zu den Aktivitäten der Aliens in der Geheimeinrichtung vorliegen, muss ich leider davon ausgehen, dass die menschlichen Gefangenen und Entführungsopfer dort im Zuge der Entwicklung dieses Exemplars verarbeitet wurden.
Interessanterweise stammt das humanoide Genmaterial für diesen Prozess von psionisch begabten Menschen, womit Edwin zweifellos eine bewusste Auslese bezweckt hat. Doch eine Frage bleibt noch offen. Was ist die fehlende Komponente? Womit sollte die genetische Lücke geschlossen werden, um die Kreatur zum Leben zu erwecken? So, wir haben jetzt noch eine Erforschung. Und dann war's das eigentlich. Viel mehr forschen kann ich ja gar nicht mehr. Was will er denn hier eigentlich die ganze Zeit? Wie soll ich das mit Energie versorgen? Ich kapiere es nicht ganz. Die Kameradschaft. Unsere Aktionen waren erfolgreich und die Ältesten spüren Angst. Ja, dann tun wir halt einen Ingenieur rekrutieren, meinetwegen. Nö, das ist mir egal. Die können ruhig verwundet werden. Ich weiß nicht, was die Voraussetzungen sind, um diese Sachen da zu bauen, die ich die ganze Zeit ausgegraut bekommen habe. Keine Ahnung. Moment, ich wollte noch jemanden in die Krankenstation schicken. Warum kann ich das nicht bauen? Ein fortschrittliches Laservisier. Na, das ist ja... Das ist ja totale Scheiße. Was will ich mit einem fortschrittlichen Laservisier jetzt mal ernsthaft? Das ist doch... Bisschen mau. Wir kriegen einen Ingenieur. Wir kriegen einen Wissenschaftler. Oder wir kriegen Vorräte. Ja, machen wir das. Kurs auf Sektor 4. Chile. So, wen haben wir denn da? Der Jammer geht mit. Ja, ist egal. Two-Tap, mir aus. Ja. Q-Tab, nimm doch wenigstens mal. Ups. Zum Spinnenanzug. Oh Gott. Das kann man sich gar nicht mit anschauen hier. Blasterwerfer, ja, los geht's. Ja, ihr Lieben, es ist einfach so, dass ich mich jetzt hier eigentlich nur noch von Mission zu Mission hangel, damit es mal in den Schuh weitergeht. Denn das ist jetzt hier eigentlich so, das ist mir eigentlich jetzt völlig Wurst hier. Und wenn ich das jetzt hier automatisch auswürfen lassen könnte, würde ich das direkt machen, weil es einfach so ein Kampf hier ist, der ist höchstwahrscheinlich total einfach und auch unbedeutend. Alle Feinde aus, die den Zug beschützen. Wir brauchen diese Daten. Menace 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Bewege mich vorwärts.
ich da was hinballern? Ja, alles doch direkt. Sie haben uns entdeckt. Ja. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Habe ich die gleich mal weggeboostet, gell? Die Waffe ist ein bisschen overpowered, meiner Ansicht nach. Okay, bin unterwegs. Wer ist das denn jetzt? Ein Elite-Soldat. Ja, es macht mir wie keine Angst, ja. Ich sag, wie es ist. Ihr könnt ja schön hin und her fahren, eure Geschütze, aber ist mir eigentlich völlig egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Puh. Geht in Ordnung. Von der Rüstung abgeprallt. Verstanden, bin unterwegs. Was kann ich mit der Schredderkanone Schönes anstellen? Hier mal so rein. Reinschreddern. Geht mal schön in Stasis. Wie gehabt. Granate! Ich komme mir vor wie so ein Bulldozer, der über alles drüber walzt. Die Psi-Bombe ist kacke. Alle Waffen deaktiviert. Toll. Aber die meisten von mir können ja kostenlos nachladen, so wie er hier. Für den Angriff.
Schade. Das war nichts. Das war wirklich nichts, ja. Nee, tatsächlich. Und los geht's. Der kann ich kostenlos nachladen, deswegen schickt mir gleich mal eine Granate rüber. Der mit dem Monokel ist echt das Beste. So. Ist das auch erledigt? Tutep. Nicht zu verwechseln mit Dudep. Ne? Das hat nichts miteinander zu tun. Ich werde nicht noch einmal versagen. Ja, Respekt. Das war ein toller Schuss, du. Und du? So, Commander Rizzo. Ziel in Reichweite. Menace 154 Avenger. Das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Es kann losgehen. Scanne Gebiet. Ach, dieses Nachgeladen, das ist ja nervig. Mir entgeht nichts. Na los, zeigt euch! Infiltriere ihr System! Ja. Das ist doch schön. Ein bisschen mehr Geld. Ich habe ja so wenig davon. Infiltriere Zugangspunkt. Geschafft. Zielpaket sichergestellt. Menace 15, Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle. Ah, gibt's immer noch Feinde? Das gibt's doch nicht. Was ist da drüben? Das darf doch nicht wahr sein. Bin unterwegs. Wo könnten die denn sein? Wo könnten die denn sein? Man weiß es nicht. Man würde es gerne wissen, aber man weiß es nicht. Machen wir mal ein Scan-Protokoll, vielleicht hilft das weiter. Was ist da oben? Oder wie? Der da! Das stimmt doch nicht. Irgendwas Mechanisches läuft hier rum. Oh, Beute abgelaufen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Aber dreimal oder so. Ein gewagtes Vorgehen. Kein Schwein weiß, wo hier der Gegner ist.
So ein Quatsch. Bin schon dabei. Advent-Einheiten gesichtet. Na, endlich. Ach, noch ein Sektopode. Das auch noch zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss, oder? Ah, scheiße. Streufeuer! Ziel getroffen! Minimaler Schaden! Mal kritischer gewesen sein. Macht jemand Striche? Biete Feuerschutz. Rüstung hält stand. Und jetzt? Als ob das jetzt irgendeinen Sinn noch macht hier. Mal ernsthaft. Mit deinem Schild und dem ganzen Quark. Wo ist denn der? Bestätigt, Überwachung läuft. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich einen kleinen Bug hier. Das ist genau das, was ich jetzt brauchen kann. Ein Bug. Oh. Mist. Ach nee, das auch noch. Ach Gott. Kein Auto selbst gemacht oder wie? Na gut, ich mache mal die Aufnahme zu Ende und ich beende mal die Aufnahme so rum und guck mal, was ich hier machen kann. Das ist ja nervig. Bis zum nächsten. Tschüss.